Ja, hier haben wir für die kommende Auktion unsere Ginrin Kohaku. Auch hier Farbqualität top, Körperform top und auch die Zeichnung kann sich bei den allermeisten wirklich sehen lassen. Auch diese Koi wurden von Makoto allesamt als Tadegoi klassifiziert. Und wenn Sie sich den Video eine Weile anschauen und auf sich wirken lassen, dann werden Sie auch verstehen, warum. Nice fish. Auch hier ist keine Geschlechtsbestimmung möglich in der Größe. Aber egal welches Geschlecht, sie werden auf jeden Fall groß werden. Wenn Sie mal die größten Exemplare hier anschauen, das sind schon richtige Wuchtbrummen. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Wenn Sie nur mal aufs Ginrin, wie das am Glänzen und Glitzern ist. Muss sich halt jeder den einen Koi, den er sucht, selber aus herauspicken. Da haben wir für die aktuelle Auktion jetzt unsere Ginrin Ochiba aus unserer Daddy Coolblood Linie. Wirklich super attraktive Fische, wunderbare kleine Tadegoi. Und ich habe es immer wieder mal erzählt, in manchen Jahren, wo die Ausbeute vielleicht nicht so gut wäre wie in diesem Jahr, wären diese Koi dann Makotos erste Wahl bei der Selektion seiner Tadegoi. Aber in diesem Jahr ist es wirklich so, dass wir da ausreichend viele haben. Und dann können wir auch solche Fische abgeben. Das Geschlecht ist in der Größe noch nicht bestimmbar. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und wir können Ihnen aber garantieren, dass mindestens die Hälfte ist weiblich, die andere Hälfte dann logischerweise männlich. Und sowohl für die Melanie lacht jetzt. Es ist nicht immer ganz so für einen Tierarzt korrekt, was ich sage. Nee. Aber egal ob Männlein oder Weiblein, jeweils für das entsprechende Geschlecht werden die Fische ein sehr gutes Wachstumspotenzial hinlegen. Ich glaube, jetzt haben sie alle mal gesehen. Die Spiegelung weg. Diese Ginrin Chocolate Chagoi. Noch ein Ginrin Zora Koi haben wir. Wunderschön. Und vor allem die Ginrin Ochiba gibt es von gelb bis dunkelbraun. Welche am Schluss die schöneren sein werden, hängt von vielen Faktoren ab. Aber welche es sein wird, können wir Ihnen nicht sagen. Ja, eine der beliebtesten Koi-Varietäten überhaupt in Deutschland, Hi-Utsuri. Und das werden auch in dieser Auktion, mit Sicherheit die Topseller werden. Mein persönlicher Favorit ist er hier. Schöne Zeichnung, tolle Farbqualität. Dann gucken wir mal. Auch hier allesamt mit sehr guter Körperstruktur für Wachstum. Also er hier ist wirklich, da kann man sich sehr viel von versprechen und zudem ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Weibchen ist.